Aber ist es ein bisschen schief? Kurzer reißender Zwischenstand, check. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gepackt. Ist ein bisschen schief. Wartet kurz. Wir fahren für 10 Tage nach München. Ja! Lasst es mich ganz kurz erklären. Emil ist ja in ein neues Haus umgezogen und er hat seine eigene Etage. Und er hat mich gefragt, ob wir so ein kleines Zimmerumstyling machen wollen. Der Plan ist, dass wir ein wildes Zimmerumstyling bei Emir machen. In seinem neuen Haus und ich freue mich. Ihr versteht halt nicht, wie cool das ist. Wir fahren jetzt nach München für 10 Tage und machen 10 Tage lang ein wildes Zimmerumstyling bei Emir. Und ich nehme euch natürlich mit. Ihr kommt dann in meinen Koffer rein. Ihr kommt jetzt mit, ob ihr wollt oder nicht. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was kommt auf die Wand drauf? Also was wollen wir drauf malen? Lasst es mich erklären. Vielleicht kennt ihr noch dieses TikToker-Bild, was ich gemalt habe. Da habe ich ja Emi als kleine Meerjungfrau gemalt. Das ganze Bild habe ich einmal in groß gemalt und ihm nach Hause geschickt. Und es hängt jetzt noch in seinem Zimmer. Und das malen wir jetzt dick, fett, in groß und in Farbe an die Wand. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich denke, wir malen direkt auf die Wand drauf. Was, wenn es hässlich wird? Weil dann ist halt meine Schuld. Ich habe halt dann die Wand ruiniert und dann bin ich halt, im Knast. Ich habe gestern einfach so ein großes Blatt Papier genommen und versucht, schon mal so eine Skizze zu machen, so ein bisschen zu üben. Das ganze Motiv hat leider nicht drauf gepasst. Ich hatte kein größeres Stück Papier und es ist, wir können noch ein bisschen üben. Aber wir müssen jetzt erstmal meinen Koffer packen und hier sieht es aus, als wäre halt eine Bombe eingeschlagen. Hier liegt halt überall mein Zeug, was ich mitnehmen will. Okay, ich bin jetzt schon überfordert. Nimm einmal so schwarze. Perfekt. Und noch so blaue. Die habe ich selber angemalt. Die sind sehr individuell und gut. So ein T-Shirt, so eine Jogginghose, vielleicht so eine braune Hose. Man weiß nie, so ein kleiner brauner Moment. Braunes T-Shirt. Eine Jeans. Eine Jeans ist immer gut, weil das ist so basic. Und ich bin ja auch basic. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich trage halt jeden Tag das gleiche. Ich trage seit 3 Tagen den gleichen Pullover. Aber die Sache ist, warum muss man eigentlich jeden Tag was Neues anziehen? Zum Beispiel Kim Possible, die hat in jeder Folge das gleiche an. Wieso muss ich mir jeden Tag ein neues Outfit überlegen? Zeit für den großen Koffer. Ich habe halt alles einfach reingeschmissen, halt wie ein Schwein. Weißt du, das ist halt einfach Teamarbeit. Du kannst halt einfach besser. Also es ist ein bisschen enger, was hat alles in den Koffer gepackt, die Kleidung ist gepackt. Ja, okay, es hat alles meine Mama gemacht und ich war halt da. Ich war anwesend. Jetzt kommt das Wichtigste. Mein Rucksack. Kakao, Kakao, Kakao. So, natürlich mein Kakaoglas. Dann noch sowas wie Trockenshampoo, Hitzespray und so Desinfektionsmittel. Ich habe das nur gekauft, weil es pink ist. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gepackt. Ich bin fertig und der Koffer ist größer als ich. Hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zur reizenden Roomtour. Also man kommt so von dieser Tür rein und dann hat man hier einmal so einen Schrank. Da kann man so seine reizenden Outfits reinhängen. Aber ich habe schon meinen Kakao da abgestellt. Dann gibt es hier noch so ein Safe, aber ich habe halt keine teuren Gegenstände, weil wir haben hier ein limitiertes Budget. Das ist der beste Teil, das ist die Minibar. Und da gibt es einmal so Chips, Wasser, Apfelsaft und die gute Schokolade. Die hätten die aber lieber die teure Schokolade nennen sollen, weil die kostet 2,90 Euro. Aber dann haben wir hier so einen kleinen Hocker. Dann ist hier einmal mein Bett. Ich habe sogar 2 Betten für ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und dann gibt es hier so einen tollen Spiegel. Dann ist hier noch so ein riesiger Fernseher. Noch so ein Tisch und dann noch so 2 Stühle. Ich habe einen Kakaofleck auf der Hose. Also auf dem heutigen Programm steht so ein bisschen, dass wir so eine Haustour machen. Emir zeigt uns zum ersten Mal das neue Haus und... Und wir suchen aus, welche Wand wir dann anmalen. Emir und ich waren dann auf jeden Fall im Baumarkt. Und bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, hat er erstmal eine Pause gemacht. Wir haben dann auf jeden Fall damit angefangen, so zu suchen, okay, was ist so der richtige Blauton? So soll es so mehr Türkis, so mehr Blau sein. Es gab so viele verschiedene Blautöne, aber ich fand die eigentlich ganz schön. Die hat eigentlich ganz gut gepasst, finde ich. Wir haben deshalb einfach auch genau diese Farbe genommen, weil die war eigentlich ganz gut. Das ist eine hübsche Maus. Wir haben dann doch nochmal ganz kurz überlegt, ob wir doch ein anderes Blau nehmen sollen, aber dann haben wir uns dann doch dafür entschieden. Wir bleiben einfach bei dem ersten Blau. Die Maus ist es. Die Maus ist eigentlich ganz schön, wir nehmen die auf den Wagen. Emi und ich hatten dann alles eingekauft und was darf natürlich nicht fehlen. Als TikToker natürlich mussten wir noch einen TikTok machen, einen Tanz. Ja, wir sind Background-Tänzer, ja. Macht so einen kleinen Obi-Haul, falls die Audioqualität schlecht ist. Ihr wisst ja sowieso, dass die Qualität von meinen Videos schlecht ist, deshalb ihr seid es gewohnt. Also, ist ein bisschen schief. Farbe. Dann solche Streichdinger, die kann man
Auf jeden Fall noch so ein Messdings. Ich weiß ja nicht, was wir messen wollen. Bob der Baumeister Vibes. Dann haben wir noch mehr Farbe. Wir haben eigentlich nur Farbe im Kopf. Effektspray. So Glitzer. Die glitzernde Maus. Pinsel. Noch so Bleistifte. Okay, Leute, ich gebe euch jetzt eine kleine Haustour von dem Haus. Also man kommt auf jeden Fall hier oben rein, das ist so Emias Etage. Hier ist die Toilette, das ist eine Toilette. Dann kommt man hier einmal rein und hier wird das wilde Zimmerumstyling passieren. Also hier wollen wir die Wand anmalen. Also Option Nummer 1 wäre so diese Wand und Option Nummer 2 wäre so diese Wand, aber wir nehmen, glaube ich, diese hier. Und wenn man dann aus dem Zimmer wieder rauskommt, ist hier so diese, ich glaube so Wohnzimmer, einfach so Entspannung, ja so diese, die entspannte Maus. Und als letztes haben wir hier einfach noch so einen Raum. Also Leute, wir zeigen euch mal unser Setup. Also wir haben hier so einen Beamer. Damit projizieren wir einmal. Wir geben der Maus kurz eine Minute, sie muss kurz hochfahren. So, ich finde von der Größe her passt es. Die Größe ist gut, ja. Aber ist es ein bisschen schief? So Bleistifte. Auf jeden Fall, wir malen uns das Bild an. Ah, ich vergesse mal, dass du filmst. Das Bild. Aber Film ist einfach schief. Ja, ist egal, wir wissen, dass meine Videokollegen viel schlecht ist. Stimmt auch wieder. Leute, ich gebe euch ein kurzes Tutorial, wie wir so malen. Also wir nehmen einfach den Stift und wir können einfach wirklich 1:1 einfach die Linie abpausen. Wie gut wird es bitte aussehen? Kurzer reizender Zwischenstand. Check, also wir sind hier am Zeichnen, wir sind fast fertig. Es fehlt nur noch die Schwanzflosse, oder? Das war die beste Idee mit dem. Leute, das ist die fertige reizende Skizze für das die Wand. Ist so schön. Können wir mal bitte darüber reden? Ich überlege gerade, ich hätte das auch auf die komplette Wand gemacht, so komplett bloß, wenn ich wüsste, dass es so schön ist. Aber jetzt mal wirklich, es sieht halt so gut aus. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu München Tag 2. Also heute geht es weiter mit dem Wandumstyling. Gestern haben wir diese Skizze gemacht. Die da halt. Ich dachte, also ich bin ja nicht unfreundlich. Ich habe euch einen Keks mitgebracht, weil ich lege ihn einfach hier hin. Greift ruhig zu. Der Plan für heute ist, ich habe euch ein Obi-Haul gemacht. Das ist unsere Skizze. Könnt ihr überhaupt irgendwas sehen? Ich kann es euch auch hier einblenden. Die Skizze ist fertig und jetzt kommt blau, lila, dunkelblau, so schwarz, so ein Beige-Ton auf die Wand zu machen. Ich muss ganz kurz in die Umkleidekabine. Ihr denkt jetzt bestimmt, okay, es ist der nächste Tag. Was ziehst du heute an? Ich ziehe genau das gleiche an wie gestern. Weil meine Idee war, wir malen ja heute mit Farbe. Weil vielleicht wird mein Pulli schmutzig und deshalb will ich keinen neuen anziehen. Und deshalb dachte ich... Also ich habe mir jetzt nochmal mein iPad genommen und einfach so eine kurze To-Do-Liste geschrieben. Einfach also schwarze Umrandung halt, weil wir haben uns für schwarz entschieden. Dann wollen wir auch die Farben ausfüllen, aber nicht zu viele Schatten. Golden und Silber Details vielleicht, sondern der Schwanzflosse sieht ganz cool aus. Und ich muss noch kurz meine Wanderschuhe anziehen, dann können wir gehen. Irgendwie, also manchmal finde ich Schuhe mit Klettverschluss besser, weil man muss halt einfach nur den Klettverschluss machen. Und hier, wir gehen jetzt. Hallihallo meine Lieben. Also Leute, wir sind jetzt im Haus. Das ist Farbe. Emi hat einfach schon angefangen. Er ist halt eigentlich Vincent van Gogh. Ja, Vincent van Gogh, dieser berühmte Maler. Achso, ja genau. Ja, auf jeden Fall, ich mache jetzt weiter mit der schwarzen Farbe. Ich kümmere mich so ums Gesicht, um die Haare, weil... War das Ästhetik? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Warte, lass mich kurz deine Augenbrauen machen. Ich könnte halt meine Augenbrauen auch mal wieder zupfen. Die berühren sich halt fast. Oh, stimmt. Oh mein Gott, das sieht so... Oh, ich weiß, das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Guck, ey, die Haare sind mach so... Mach mal die Augenbrauen fertig. Okay. Ey, sieht so toll ich aus. Sag doch, das ist arg. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, es ist halt Zeit für den Stift, weil der Pinsel ist halt dick. Sie ist halt dick. Schwarzer, guck, es ist ein schwarzer Filzstift einfach. Hä, das ist ja cool. Ich sag doch. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen blaue Farbe. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir die Farbe nicht gemischt haben. Weil das ganze Mischen hätte das ganze... Hä, guck mal, man sieht gar keinen Unterschied. Ich kann nicht mehr. Wir malen jetzt. Schau, bei euch so kurz stehen. Ich bin echt in meiner Pubertät. Nee, schau mal hier. Ja, das. Ja, guck, es ist so. Das male ich nicht an. Das Schlitz. Den Schlitz nicht, aber die große Schlitz. Ja, das ist schon. Wir malen jetzt. An dem heutigen Tag hatten wir sogar kräftige Unterstützung von der süßen Maus. Melissa, alle bitte einmal klatschen. Dass wir...
Pinsel kaufen gehen. Weil sonst wird das viel länger dauern. Aber das mit dem Pinsel... Also ich weiß, mit dem Pinsel geht so gar nicht. Das ist doch für einen, weil... Nee. Also wer kommt jetzt mit? Na, Emil, geh du mit Melissa und ich mach die Augen für den zweiten. Da, wo es schon fertig ist, weißt du? Der BH kann auch warten. Okay, warte. Hallo Leute, also ich dachte, ich gebe euch so ein kleines Update. Und zwar, wir malen gerade und ich bin jetzt gerade alleine. Weil Melissa und Emil holen jetzt kurz so einen Pinsel aus dem Rewe und ich dachte, ich mache einfach schon mal weiter, weil dann sparen wir uns Zeit und sind wir schneller fertig. Und deshalb male ich jetzt einfach weiter. Aber ihr seid ja da, ihr seid meine Besties und meine Hand ist ein bisschen schmutzig. Aber so sieht die Maus auf jeden Fall erstmal aus. Wir sind gerade an den Outlines, haben den Pulli fertig und wir haben schon mal mit dem BH angefangen und ich mache jetzt weiter. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist auf jeden Fall der nächste Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Gumo, Ladies and Gentlemen. Heute ist der nächste Tag. Also gestern war ja Montag, Dienstag. Ich dachte, wir machen so eine kleine Frühstückspause zusammen. Ich habe hier so einen Pudding und einen Löffel. Auf jeden Fall, der Plan war ja eigentlich, dass wir gestern die Mähnenfrau komplett fertig malen und alles komplett anmalen. Aber, also ich kriege diesen Joghurt gerade nicht auf. Was kriegt diesen Joghurt? Ah. Wir haben gestern auf jeden Fall so 4 Stunden gemalt und sind halt einfach nicht fertig. So, wir haben wirklich versucht, das in einem Tag komplett durchzuziehen, aber... Hey, wow. Die gute Laune kommt erst einfach in Schokopudding. Kommen wir zu dem heutigen Plan. Auf jeden Fall, gestern haben wir so geschafft, dieses Oberteil und das Handy. Also so diesen Teil und das Gesicht. Und jetzt heute kümmern wir uns komplett um diesen unteren Teil, um die Schwanzflosse. Und dann sind wir fertig. Und ich hoffe so sehr, dass es gut aussieht, weil es muss gut aussehen. Heute muss ein Knaller werden. Heute muss so ein Knallertag werden. Wie geht's euch? Das freut mich mega. Habe ich mir schon gedacht, ne? Wir machen die Schwanzflosse, machen Glitzer und es wird gut. Das haben wir geschafft, das fehlt noch. Oh, ich kann nicht mehr. Ich glaube, mein Bein ist eigentlich. Wir schaffen das. Oh mein Gott, nur noch das! Okay, das machen wir schnell. Ich weiß. Das schaffen wir. Period. Mein Po fühlt sich noch flacher an als sonst nach dem langen Sitzen. Ja, der wird hier gedrückt. Okay, Leute, so sieht das fertige, reizende Endergebnis aus. Wir haben einfach so, also stopp mal, ich kann gar nicht mehr reden. Können wir bitte darüber reden, wie unfassbar geil das bitte aussieht? Entschuldigung, dieser Farbverlauf an der Schwanzflosse, dieser blaue Pullover, der BH, wir haben einfach eine Mähenfrau an die Wand gemalt. Und dann, ich bin jetzt ehrlich, diesen Farbverlauf habe nicht ich gemacht, den hat Emir gemacht. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist halt einfach legendär. Aber Leute, ihr versteht halt nicht, wie krass das einfach ist. Ich bin so stolz. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Doch beliebt. Ich habe gerade eine halbe Stunde über seine Pommes gelacht, über seine Kartoffelriffel. Sorry. Ich will jetzt wieder gehen. Auf jeden Fall erstört. So. Auf jeden Fall ist das fertige Bild. Leute, schneidest du das jetzt raus, wenn ich was sage? Folgt mir auf Insta, Emil Webs und ja, bitte. Auf jeden Fall. Okay, das war's. Also das Bild ist fertig. Vielen, vielen Dank an alle, die sich das angeschaut haben bis zum Schluss. Oder halt für jeden, der sich das angeschaut hat. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Wir haben wieder so ein Date am Montag 17 Uhr. Ich reserviere einen Tisch und das Wichtigste wie immer. Ciao, Kakao.